Hallöchen und willkommen hier zurück zu einer neuen Episode von Dungeon Defenders 2. Ja, die heutige Daily steht an und Forest Crossroads ist angesagt in Kirchenmord Hard. Wir haben mal ganz kurz hier das Mana sammeln, schon ein bisschen was hinbasteln, damit wir doch schon loslegen können. Ja, von dem Item Patch ist immer noch nichts zu hören, leider. Man weiß noch nicht so genau, wann der kommt, deswegen, naja, farme ich jetzt einfach nur die Wyvern-Token. Anders bleibt ja letzten Endes nicht übrig, sozusagen. Und ja, mal gucken, wenn es denn soweit ist mit dem Patch. Hätte nichts dagegen, wenn er eher früher als später kommt, ne? Dass man endlich wieder anfangen kann, richtig Items zu farmen. Jetzt aktuell ist ja wirklich nur, naja, verschwendete Zeit, würde ich nicht sagen, denn die Token kann man immer noch sammeln. Aber es macht halt nicht so viel Spaß. Ist aber selbstverständlich, denn ich meine, im Prinzip sind die Items halt weg, wenn der Patch kommt. Und macht halt wenig Sinn, im Prinzip die Items zu farmen. Man freut sich halt, wenn man irgendwie ein Item findet, was total toll ist oder sowas. Aber wenn man genau weiß, dass es ein paar Tage später dann futsch, dann ist es nicht so schön. So, ihr seht schon, ich baue diesmal ein bisschen anders. Ein bisschen weniger auf diese Kanonentürme, sondern eher so auf wirklich Blitzauren. Wenn ich nicht wieder das Problem habe, dass sie zufälligerweise nicht funktionieren. Hat man ja schon das Problem, dass die Blitzschlag auch einfach im Prinzip keinen Schaden gemacht hat an einem Gegner. Und das ist natürlich dann extremst ungünstig, wenn da so ein Ogre vor der Tür steht, einmal Hallo sagt. Und ja, das war's dann, ne? Ja, hier hatte ich hatte das ja beim letzten Mal schon erwähnt, ich hatte ja schon mal noch eine andere Stelle, wo es nicht funktioniert hat mit der Aura, und das war genau hier. Die hat dann nicht funktioniert. Bin mal gespannt, ob es heute funktioniert, ich hoffe ja schon. Wäre halt extrem ärgerlich, wenn nicht, aber könnte man halt dann in dem Fall auch nicht ändern. So, noch ein bisschen Luftverteidigung hin, damit hier auch nichts schief geht. So, da oben haben wir ein paar mehr Gegner. Da werden wir auf alle Fälle mal uns drum kümmern, dass wir hier die Augen aufrüsten. Beziehungsweise, ach, eigentlich müsste es reichen, denn im Prinzip kommt da ja nicht so viel Zeug raus. Und die nehmen wir nochmal extra Schaden durch die Dings hier, durch das Wasser, was da runterkommt. So, dann geht's auch schon los hier. Also an sich klappt das Setup auch ganz gut. Man muss nicht zwangsläufig hier diese Barrikaden hinbauen. Man kann es theoretisch auch so erledigen. Man muss halt hier ein bisschen mehr auf die Blitzauren setzen, sozusagen. Und die macht schon wieder keinen Schaden, diese blöde Aura. Das ist natürlich extrem ungünstig, wenn die keinen Schaden macht. Dann kann ich mir das nämlich sparen hier an der Stelle. Also die hat... Jawohl, die hat Dings verloren. Ich gucke gleich nochmal, wenn dann das nächste Vieh reinlatscht. Was? Warum? Ach, der hier hinten schießt. Ist ja ärgerlich. Ah ne, doch, die geht, alles klar. Er ist schon wieder früh am Morgen, man bekommt hier nichts auf die Kette vom ersten Kaffee. Unglaublich. Ja, wenn wir die auch ein bisschen aufrüsten hier, die Auren, damit die hier genau hinreichen bis zur Barrikade hinter. Also, beziehungsweise
Von hier aus schießen ja die komischen Speerwerfer und dann müssten wir eigentlich gleich beim nächsten Mal drinnen stehen, sodass sie dann auch draufgehen. Dass die Barrikaden dann nicht die ganze Zeit Schaden erhalten etc. Zumal ja natürlich dann auch die, also die gehen ja sowieso drauf, wenn die hier einmal durch die Auren durchlaufen, wenn die halt aufgerüstet sind. Ist ja jetzt aktuell noch nicht der Fall. Von daher alles kein Problem und der schießt schon wieder von hier. Glaub nicht. Unverschämt hier, Freundchen. So, dann mal schnell das Mana einsammeln. Ist ja leider noch nicht so viel passiert hier, beziehungsweise gedroppt. Jetzt muss ich natürlich erstmal das Dings wieder hinbauen. Die Barrikade, die es da leider Gottes zerlegt hat hier gerade. Schade, reicht nicht ganz fürs nächste Upgrade, aber das können wir dann gleich während des Kampfes machen. Das ist schön, wie die alle am Stückchen durchlaufen. Die leben immer noch viel zu lange hier, unglaublich. Ach gut, weil hier auch nichts aufgerüstet ist, alles klar, dann müssen wir natürlich noch ein bisschen Mana investieren. Damit das hier ein bisschen schneller vonstatten geht, geht das auch nicht weiter mit denen. Ihr seht ja auch, seitdem ich jetzt hier nicht mehr auf die, oder... Da ich an dieser Stelle nicht mehr auf die Kanonentürme gesetzt habe, habe ich hier natürlich die Auren noch hingezimmert, weil von hier kommt natürlich auch Zeug raus. Aber die brauchen wir nicht großartig aufrüsten, denn es kommt nur Kleinkram, ist nicht wirklich wichtig. Das machen wir auch hier nochmal, Freundchen. So, jetzt dürften die auf jeden Fall auf der Seite auch relativ fix sterben, dass sie gar nicht erst in Verlegenheit kommen, hier direkt auf die Barrikade zu schießen. Hoffe ich zumindest. So, die Theorie, ja, funktioniert wunderbar, alles klar. Genauso wie es sein soll. So, dann warten wir mal noch ein bisschen drauf, dass wir noch Mana zusammenkriegen. Können wir da hinten noch ein Level aufrüsten. Die eine Blitzaura fehlt ja noch, die ist ja gerade mal Level 1. Was ist denn hier schon wieder, Freunde? Was ist denn los hier mit euch? Aber die macht keinen Schaden, die Blitzaura, wie man sieht. Der nimmt keinen Schaden. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Deswegen ist gerade die Barrikade flöten gegangen. Ist ja dumm. Kann sie gleich verkaufen, kann sie neu bauen und aufrüsten. Das kostet die wieder einiges am Mana. Und ich hoffe, nur eine von den anderen geht nicht noch kaputt. Also, das wäre echt extrem ärgerlich. Denn so viel Mana hat man ja auch nicht zur Verfügung, dass man Ewigkeiten neu bauen kann. Das ist halt eine Karte, die doch schon ein bisschen mit Mana geizt, muss man einfach sagen. Und da braucht man natürlich alles, was man irgendwie kriegen kann.
So, ja, einmal schnell Mana sammeln und dann hinten wieder hinbauen. Ich bin echt noch nicht so sicher, woran das liegt, dass sie manchmal nicht funktioniert. Das ist erst seit kurzem so, das ist noch nicht lange. Jeden Fall und ist natürlich extrem ärgerlich. So, rüsten wir das gleich mal auf. Ich hoffe, es funktioniert, sonst habe ich gerade das Mana für den Sonnenboss ausgegeben. So, die haben wir jetzt so auf Stufe 3. Das ist sehr schön. Können wir gleich mal ein bisschen aufrüsten noch. Denn für die Ogre will ich auf jeden Fall noch eine Stufe drauf haben, dass sie immer komplett aufgerüstet sind, die Auren. Und ich hoffe, es funktioniert. Denn, ja. Gehen wir vor allem schon mal gucken, ob das hier funktioniert mit den Auren. Hier kommen wahrscheinlich gar nicht genug durch, also zumindest nicht weit genug, dass sie reintreten. Die gehen hier, glaube ich, auch gleich drauf. Okay. Wo sind wir denn hin? Hallo? Frage mich gerade, wo die gerade gestorben ist, denn die ist doch hier hinten reingelatscht. Ach, die ist gerade noch beim letzten Zipfel hier quasi mit der Ferse hier noch in der Aura drin gewesen und ist da dann gestorben. Ja, aber ich kann es nur noch mal betonen, gerade hier in Dungeon Defenders 2 ist echt ein löbliches Beispiel dafür, wie man Early Access Spiele gestalten kann. Also es gibt halt wirklich einige Vertreter dieser, ja, Variante von Spielen sozusagen. Also die Early Access für einen Haufen Kohle und wenig Content, verbuggt ohne Ende, hast du nicht gesehen. Das ist hier auf keinen Fall so, dass es, also wie gesagt, man kommt hier wirklich guten Content geboten, das Spiel ist läuft sehr gut, das hat wenig Bugs und das ist natürlich dann auch immer, ja, ein löblicher Vertreter sozusagen, dann hat man, oder dann verliert man das Vertrauen nicht sozusagen in diese Early Access Spiele, denn wie gesagt, es gab in der Zeit wirklich einige, die haben einfach nur die Kohle eingesackt und haben dann ein unfertiges Spiel abgeliefert, haben dann mehr oder weniger ein Release durchgeführt und das lief hinten und vorne nicht, kein Content, es wurde nichts mehr gepatcht etc. Gab es ja schon diverse Negativbeispiele. Und wie gesagt, Dungeon Defenders 2 ist hier echt ein positives Beispiel, wie man Early Access gestalten kann. Denn es läuft alles richtig, richtig, richtig gut. Die Ideen sind gut, die arbeiten eng mit der Community zusammen. Und sowas erwartet man ja auch. Ich meine, man finanziert ja letzten Endes mit dieser Early Access Phase. Also wenn man da schon Geld für verlangt, finanziert man ja im Prinzip das weitere Projekt sozusagen. Und da sollte man sich als Entwickler schon mal fragen, ob sich das lohnt, sowas zu machen, oder ob ich mich danach mit der Kohle aus dem Staub mache, so nach Motto. Weil es ist halt nicht, also das schadet nicht nur dem eigenen Image, sondern tatsächlich auch der Idee hinter den Early Access oder den Kickstarter-Projekten oder was auch immer, da ist ja genau das Gleiche. Vorfinanzierte Projekte sozusagen, die dann am Ende, ja, nichts bieten für das Geld, was man investiert hat sozusagen. Ein weiterer guter Vertreter dieser Sparte, der auch wieder ein leuchtendes Beispiel dafür ist, wie man es richtig macht, ist ARK, Survival Evolved. Das ist auch richtig, richtig, richtig gut. Das macht eine Menge Spaß. Es läuft auch gerade bei uns im Kanal. Haben da jetzt schon ein bisschen was gebaut etc. Und das ist halt auch ein richtig, richtig cooles Spiel. Also das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen.
Und es scheint tatsächlich auch so zu sein, dass das viele Leute so gesehen haben oder immer noch sehen, dass das Spiel Potenzial hat, dass sich das lohnt, da Geld zu investieren, das zu kaufen. Denn es hat sich, glaube ich, innerhalb des ersten Monats nach Start der Early Access Phase mehr als 1 Million Mal verkauft. Und das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen. Ja, und die sind auch wirklich sehr fleißig. Da kommen Patches raus ohne Ende. Nicht, weil das Spiel total verbuggt ist, sondern einfach halt Content-Patches ohne Ende. Also, ne, es gibt natürlich auch Verbesserungen quasi durch die Patches, so Performance etc. Die hat ein bisschen gelitten am Anfang. Aber das ist jetzt alles auf einem richtig guten Weg und das Spiel macht unheimlich viel Spaß. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der insbesondere Jurassic Park und Dinos und sowas mag, dem sei das Spiel ans Herz gelegt. Wärmsten empfohlen sozusagen. Mensch, die trödeln heute mal wieder, die ganzen Monster hier, unglaublich. So, dann rüst mal die Barrikaden mal noch schnell auf. Also rein theoretisch brauche ich es nicht, denn also wenn die Ogre einmal hier sind und zuschlagen, dann ist eh vorbei. Ich würde sagen, dann rüste ich mal lieber oben die Blitz auch nochmal auf, also die hier quasi und da hinten, dann hast du nicht gesehen. Haben wir, glaube ich, mehr davon am Ende. Oh, da haben wir noch ein bisschen Mana zum Einsammeln. Schnell mal hinwetzen und ich glaube, da oben liegt auch noch ein bisschen was rum. Naja, nicht viel, aber immerhin. So, dann schnell die Kiste aufmachen. Die Ogre sind schon im Anmarsch. Quasi, die sind ja gerade schon runtergehüpft von da oben. Und wahrscheinlich versagt jetzt, just in dem Moment, wenn die Ogre kommen, eine von den Blitzschlag-Auren. Idealerweise auch mehrere. So, können wir hier schnell noch aufrüsten, die Dinger hier. Alles, was noch extra Schaden macht bei den Ogern, ist gut. Oh, das ist auch alles super. Da können wir hier noch ein bisschen aufrüsten. Nee, Quatsch, hier nicht. Hier oben meine ich natürlich. Hier so. So, dann erwarten wir mal unsere Spielkameraden hier zum Picknick am Karren hier quasi. Und da kommt schon der Erste. Mal gucken, was er so zu erzählen hat. Wahrscheinlich nicht so wirklich viel, aber naja. So, wir schauen mal, ob die Blitzaura funktioniert. Okay, die funktioniert schon mal, sehr schön. Und ich finde es total widerlich, wenn man hier die Kotzebrocken an den Kopf geworfen bekommt, ne, von den Ogern. Ist echt nicht schön. Okay, hier das Geräusch. Wenn ich sehe, was für ein Geräusch ist hier. Eigentlich ist das nicht da. Merkwürdig, merkwürdig. Ja, wo ist denn hier der nächste, sag mal? Ah ja. Die funktioniert auch sehr schön. Und ein Legendary Item. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, naja, ne, jetzt nichts so Besonderes, aber nehmen wir mal mit. Kann man verkaufen. Ums Kohle.
Ja, wie gesagt, aktuell ist ja Item Farm zwecklos sozusagen, denn ja, wie gesagt, wenn der Item Patch kommt, dann werden die Items entfernt, was man hier so alles gesammelt hat. Also ich, zumindest sieht es so danach aus im Moment aktuell. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich immer noch die Idee gibt, so ein Reroll durchzuführen von den Stats, die auf den Items sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es läuft eher im Moment auf dem Wipe hinaus, auf dem Item-Wipe, sodass man quasi im Prinzip alle Items verliert und alles, was man bisher gesammelt hat, ist quasi weg. Aua! Von daher ist das Item-Farm natürlich jetzt, wie gesagt, nicht so sinnvoll, aber wie gesagt, die Wyvern-Token, die wir hier brauchen, oder was heißt brauchen, also die wir hier sammeln können, die lohnt sich allemal. Man kann die ja später noch investieren, nicht nur in andere Sphären oder was auch immer. Vielleicht kann man da irgendwann später was anderes mit finanzieren. Und ja, das können wir uns sparen, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Quest ist erledigt, haben wir jetzt gerade gesehen, unten in der Ecke. So, was haben wir hier Schönes? Ein Schild. Ja, ist nicht so verkehrt. So, sind wir durch hier mit der Karte, mit der Daily Quest. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. An dieser Stelle sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit der nächsten Daily Quest, so denn nicht der Patch schon raus sein sollte vorher. Ja, also wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es dann hier weitergeht bei Dungeon Defenders 2. Jo, bis dahin, einen schönen Tag und wir sehen uns. Ciao, ciao.